Hier ist wieder Plainprawn, heute mit einer neuen Let's Play-Folge. Heute nicht mit einem McLaren, den ich heute gestern gewonnen habe, heute mit einem anderen McLaren. Das hat wohl heute keiner gemacht. Mit dem McLaren 620R. Ja, dem McLaren 620R. Werden jetzt viele wissen, was das für ein Teil ist. Ja, wir gehen schon mal ein bisschen zu den technischen Daten raus, dass wir schon mal wissen, was wir unter der Haube haben. Können wir alles auch? Na gut, wir können nichts aufmachen. Wir könnten jetzt nur betrachten oder wir sagen schon mal die technischen Daten. Also, wir haben den hier, den McLaren 620R aus dem Jahre 2020 oder 2021, keine Ahnung jetzt mehr. Also, wir gehen jetzt mal die technischen an. Wir haben unter der Haube des McLaren 620R einen 3 dem bekannten 3,8 Liter V8 mit Twin Turbos. Ja, Twin Turbo. Mal überlegen. Ja, Twin Turbo. Dann, ja. Twin Turbo. Und dementsprechend des Namens 620 haben wir 620 PS unter der Haube mit 3,8 Liter V8 Twin Turbo. Und dementsprechend haben wir ein maximales Drehmoment von. Ja, ihr dürft es raten. Auch 620 Newtonmeter und lässt diesen Hardcore-Sportler auf eine Topspeed von 320 km/h rennen. Der Sport von 0 auf 100 schafft er schon in 2,9 Sekunden von 2, 0 und 2 auf 200 liegen schon, und wenn er auf 200 km/h beschleunigt, liegen die schon nach 8,1 Sekunden an. Also in die Kraftübertragung wird mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geregelt. Dementsprechend geht es sehr, sehr zügig voran. Wir haben auch ein bisschen mehr und ja, ein bisschen mehr darf ja immer sein. Wir haben ein Trockengewicht, also das geringste Gewicht, was McLaren angibt, ist das Trockengewicht. Also ohne Flüssigkeiten, ohne nichts, ohne Fahrer. Also so wie der Wagen ist, ohne Flüssigkeiten halt und ohne Fahrer. Wiegt der Wagen 1282 Kilogramm, dementsprechend ist das ja, wiegt das ja fast nichts. Ja, hier wird Leichtbau und vieles halt vorangetrieben. Und was ist halt die Besonderheit des McLaren 620Rs? Wir warten mal ab, wenn ihr selbst darauf kommt. Nee, wo kommt ihr nicht drauf? Ja, wir haben einen GT4-Rennwagen genommen. Ja, den GT4-Rennwagen, den sogenannten, der bei der Erwähnung des 570S GT4 schon angedacht war, kommt in einer strengen Limitierung von 225 an den Start. Die Straßenversion des GT4 verfügt über das gleiche Monocoque, Carbon, Dings, Krimskrams, ja, gut. Also, eigentlich haben wir den 570S GT4, also 570 PS, S GT4, also für GT4-Klasse Reglement gedacht. Dementsprechend ist er auch so. Ist halt erhalten, straßenschuhgelassener GT4-Rennwagen mit mehr Leistung. Und wenn wir halt im Innenraum gucken, was man so halt für eine Straßenzulassung braucht, ist halt noch alles da, was man braucht. Man braucht Blinker, man braucht Beleuchtung und einiges, was noch straßenzugelassen wird. Ja, wir haben einige Sachen drin. Also, was vom GT4-Rennwagen ist. Ja, wir haben einen verstellbaren Carbon-Heckflügel auch. Also dementsprechend können wir sogar noch eine höhere Höchstgeschwindigkeit oder noch mehr Abtrieb erreichen. Wir haben einen manuell einstellbare Zwei-Wege-Motorsport-Stoßdämpfer mit 32 Einstellmöglichkeiten für Zug- und Druckstufe, optional adaptive Dämpfer mit normalen Sport- und Trocken-Track-Modus. Wir haben auch Carbon-Keramik-Bremse mit 6-Kolben-Aluminium-Sätteln vorne und 4-Kolben-Aluminium-Sätteln hinten. Ja, ich lege jetzt mal hier richtig auf. Und ja, gut, wir haben einiges, ja. Was aus der Motorsportabteilung halt kommt, sogar der Diffusor, also ja, halt GT4.
Wir haben auch die 12 Uhr Markierung. Aber dementsprechend, wenn ich schon so viel Quatsch über den Wagen und wir haben das 2021er Modell halt, also ein sehr seltenes. Schick! Jetzt verbreite deine Lackierung auf dem ganzen Festival. Ich mache Werbung, wenn das hilft. Ich bin Influencer. Okay, ich habe da keine Ahnung, was er wieder meint, aber ja. Ja, so. Und dann auch Traction Control auf. Okay. Gut, so, dann hier. Ja, danke für die Lackierbelohnung. Design, ja. Oh, danke für die Tunings. Ja. Also sag schon mal danke, die hier meine Downloads, meine Tunings und Designs runtergeladen haben. Vielen, vielen Dank, sag ich schon mal. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Sinne des 620R. Wieso ich 720 sagen wollte, weiß nicht, weil wir den 720 Longtail auf 725 Longtail freigeschaltet haben. Aber ja, es ist, wenn man jetzt beim Erklären jetzt, es gibt die Ultimate-Series, also es ist für mich, wie sie den Wagen jetzt kategorisieren, sehr kompliziert beim Erklären. Also ich müsste mich jetzt im Erklären, ich bin kein Erklären-Prof, das will ich schon mal sagen. Ich kenne mich wie der Ultimate-Series und die Sport-Series, was man erklären jetzt so die Fahrzeuge einstuft, halt nicht aus. Dementsprechend lasse ich diese Series, in welcher Series der McLaren den auch Ultimate Series oder so einstuft, in welcher Serie der ist, lasse ich mal. Da habe ich jetzt keine Infos, aber trotzdem. Wir fahren jetzt mal die schnelle Runde auf meine Teststrecke. Ja. Jetzt habe ich wieder gefühlsloses Lenkrad. Und das hasse ich, wenn das Lenkrad gefühlslos ist. Und ich wollte es immer vorher, also gut. So, komm jetzt raus. Ich mach mal hier einen Cut, weil das Lenkrad ist wieder so gefühlslos. Macht gar nichts mehr. Also bis gleich nochmal. Also wir werden uns gleich nochmal sehen. Also ich muss mal hier kurz Cut machen und schauen wir mal. Und noch ein bisschen gucken, wieso es jetzt gerade nicht funktioniert. Haben wir jetzt doch wieder was Funktionierendes. Also, kommen wir zurück und jetzt gehen wir nochmal auf Versuch Nummer 2. Ich habe jetzt wieder ein funktionierendes Lenkrad. Musste den PC neu starten, also schauen wir mal. So, Wiederholung, die zweite. So. Also, ich will ja auch nicht die Unimed-Series alles genau jetzt erklären, was im Erklären hat eine eigene Kategorie von Halbsportfahrzeugen. Es gibt die Unimed-Series, die Sport-Series. Halt, und es gibt noch irgendeine andere Serie, aber das will ich jetzt nicht darauf eingehen. So, aber wir wollen jetzt wissen, wie schnell der McLaren 620R auf unserer Teststrecke ist. Dementsprechend lassen wir die 620 Pferdchen freien Lauf aus dem Mittelmotor Sportwagen raus mit Hinterradantrieb und 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. So, ich rufe mich schon mal ein.
So. Ich bin still und in voller Konzentration, das merkt ihr jetzt gerade. So, jetzt bin ich außer vollen Konzentration. Ja, wenn ich jetzt die Runde jetzt abziehen würde, ja gut, ich habe ein bisschen abgekürzt an einigen Ecken und ein bisschen ziemlich weit rausgefahren. Das wollte jemand verhindern, aber ja, halt wirklich noch fehlerfrei noch vonstatten gegangen. Gut, ja, eigentlich eine 56, aber ich habe eine 55, 651 gefahren. Wie würdet ihr denn so fahren? Auf der Rennstrecke fährt man auch ein bisschen ins Trackfield rein und raus, also solange man halt keinen Dreher halt hat. Und das war halt die schnellste Art zu fahren mit dem Wagen. Also, aber er hat mich beeindruckt in einer Weise. Und das muss ich jetzt schon mal in der sagen schon mal. Er fährt ultra stabil in den Kurven. Du kriegst die Leistung, die er leistet, problemlos auf die Straße drauf. Er hat richtig viel Grip in den Kurven. Wenn man ein bisschen mit dem Gasgefühl fort aufs Gas geht, ist man vom Start weg auch sehr schnell, schnell vom Fleck. Also da geht es dann sehr zügig gleich dann voran, wenn man richtig mit dem Gas kontrolliert. Und man kann richtig, wenn man aus der Kurve, wenn man dann in den Bereich kommt, wenn man den Scheitelpunkt der Kurve hören, dann raus beschleunigen will, kann man voll auf den Pinsel treten. Weil er lässt die Power frei zu. Du kannst Vollgas auf den Pinsel treten, weil er dreht sich nicht ein. Da hat nicht so viel Leistung, dass die Räder gleich durchdrehen. Du kannst schon mal gefühlvoll oder mal richtig mal beherzt ab und zu sogar richtig aufs Gas treten, dass du noch schneller aus der Kurve knallst wie eine Rakete. Also der Wagen fährt sich sehr, sehr schnell in den Kurven mit einer 55, 651. Das finde ich schon richtig schnell. Er fühlt sich wie ein GT4-Rennwagen an. Hab ja hier keinen Vergleich. Ich habe andere Spiele. Da fahren wir ja auch GT, haben wir in anderen Spielen GT4-Rennwagen. Und die fahren, jeder fährt sich ja halt anders. Und der fährt sich sehr, sehr sportlich. Er hat richtig viel Grip in den Kurven. Sehr viel, also das Ding klebt, liegt wie ein Brett auf der Straße und das Grip-Niveau mit Hinterradantrieb, das finde ich schon sensationell halt, dass er so viel Grip auf der Hinterachse hat, dass er halt dich anpresst. Also, da hat er ordentlich Anpressdruck auf der Hinterachse, also, ja. Also, das Ding ist richtig, und sollen ja so um die 300 Stück gebaut worden sein. Sollen es nur geben und wir haben 1.120 Kilogramm. Und ich habe, glaube ich, irgendwas mit 1.300 Kilogramm was gesagt. Und ich gucke ja nochmal auf die Daten nochmal, weil ich habe ja das Trockengewicht ja stehen gehabt. Und wenn er jetzt mal hier Wikipedia wieder aufmacht. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen gerade gespannt, was wir hier für eine... Okay, also der Wagen ist schon Ü. Die haben den über 100 Kilo. Die haben den über 100 Kilo schwerer gemacht. Eieiei. Aber es muss schon sein, hat richtig... Also, du merkst halt beim Fahren... ...dass es wirklich ein richtiger Rennwagen ist und ja... Dementsprechend lassen wir wieder die Leistung wieder verwalten und leiten, was der Wagen wieder drauf hat. Und wenn du hier schön kontrolliert aufs Gas trittst, dann kommst du auch schnell vom Fleck
Und scheint sogar ein E-Drift-Fahrzeug, auch was du drauf hast. Und ist ja, der beschleunigt halt. Zahn. So. Was jetzt mich nervt, ist jetzt hier. Ja, ich mach mal kurz Cut und wir sehen uns nochmal, weil das kann ja doch jetzt nicht wahr sein. Danke. Wartet mal. Jo, jetzt geht's. Und dementsprechend wird der Wagen sicher recht schnell. Oh, und toll, ja, gut. Jetzt brauchen wir doch keinen Cut zu machen, hab's doch schnell erledigt. Das Problem wie ein bisschen, dass der AMD-Treiber halt im Hintergrund irgendwann nicht machen, was nicht richtig macht und dann weiß er nicht, was er machen soll. Also, so. Also, er liegt richtig wie ein Brett auf der Schaum. Wir haben Nebel. Wir sehen kaum was, also wir müssen fast auf Sicht fahren. Und schauen wir mal auf den Tacho. Wir sind schon richtig schnell unterwegs. Schon 2,50. Und jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Weil je schneller wir fahren, desto mehr Anpressdruck haben wir. Und das ist ja halt ein GT4-Rennwagen. Und wenn ich weiß jetzt nicht, mit was für einer Rennklasse ein GT4 heute der älteren GT-Rennwagen jetzt vergleichbar wäre. Aber es würde mal einen heutigen GT4-Rennwagen, was er an Power hat, ja. Männer am Power hat. Ja, toll, hier. Ja, gut, ich würde. Es muss doch einen Cut machen, oder wie jetzt, oder was? Ja. Na, haben wir es endlich? Nee, wir haben es noch nicht. Ah, wir müssen doch einen Cut machen gleich. Oder? Ja, wir müssen einen Cut machen, weil das scheint doch heute nicht so funktionieren, wie ich will. Also wir machen jetzt einen Cut, bis gleich nochmal. Und der Cut hat wohl funktioniert, hoffentlich jetzt. Also, ja. So, die technischen Probleme haben wir jetzt erstmal zurückgeschafft. So. Aber wie gesagt, wenn ich den halt mit älteren GT-Rennwagen vergleichen will, dann sind diese GT4-Rennwagen halt vergleichbar so mit GT, ja, wenn ich jetzt, ja, halt mit GT3-Rennwagen aus dem Jahr 2004 und 2005, weil die GT3-Klasse gibt es schon sehr lange, nur so von der Performance her, GT3, GT2. Von der Fahrperformance hier, also mit dem GT2-Rennwagen so vergleichbar. Ja, es gab GT2-Rennwagen früher und mit der Performance sind die GT4-Fahrzeugen jetzt die heutigen vergleichbar, weil die GT2 in der Form gibt es ja gar nicht mehr. Und es gibt ja nur noch GT3 und GT4. GT2 war ja halt noch ein bisschen brutaler. Und wenn wir jetzt halt schauen, wie schnell die GT3-Fahrzeuge geworden sind, ja, dann brauchen wir kein GT2 nicht mehr. Dann reizt nur noch GT3. Und GT4 ist ja eigentlich deutlich seriennah, die GT4-Rennwagen, als die GT3. Aber die GT3-Fahrzeuge und GT4-Fahrzeuge basieren auf Serienfahrzeugen. Und dementsprechend ja auch interessant zu wissen.
Und ja. Und wir haben einen Sturm. Und des Sturms Willens fahren wir jetzt dieses Rennen und dann sehen wir mal, wie er auf nasser Fahrbahn sich verhält. Und wir haben eins, zwei, ja, zwei und Rennen ohne Störung hatten wir jetzt noch nicht. Also werde ich ja gleich noch ein Rennen fahren. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Aber so, der Wagen fand sich halt grandios, auch für mich als, ich mag keine heckgetriebenen Fahrzeuge mit viel Leistung, aber der macht richtig Spaß. Ist halt ein Rennwagen und ein Rennwagen hat Heckantrieb, also kann ich mich nicht entziehen. Die meisten Rennwagen haben ja Heckantrieb, aber es gibt auch welche mit Frontantrieb auch und mit Allrad. Wenn man jetzt hier mit gefühlvoll aufs Gas tritt, wie ich jetzt, kommt man sehr schnell vom Fleck und man erreicht sogar schon 2,9 Sekunden, die auf 100 gehen. Und der Wagen fährt sich richtig flott. Hier haben wir noch einen Wagen in seiner Klasse. Wir haben ja eigentlich, wir sind glaube ich sogar in den Track Toys. Das sind glaube ich, die meisten sind hier Track Toys und das ist hier auch ein Track Toy. Der Wuhl auch. Also der Wuhl ist auch hier ein Fahrzeug, das schon mit dem mithalten kann. Und schau mal, wie schnell wir hier schon auf 300 gehen. Der Wagen hat einfach nur Power. Er hat richtig ordentlich Power. Du kannst die Power auch in den Kurven richtig nutzen. Und wir fahren sogar die 300. Also die 320 km/h kann ich ihn auch so abnehmen. Ja, wenn ich ja nicht halt irgendwo in die Pampa fahre. Das Getriebe schaltet sehr schnell. Also, das Auto ist halt richtig sportlich. Schauen wir mal, wie schnell wir hier noch sind. Jetzt wieder, auf, wir sind wieder auf einem schnelleren Abschnitt. Ja, wir fahren wieder hier. Ja, recherchiert schön nach 90 hoch. Aber ich kann mithalten. Ich kann richtig gut mithalten. Und da interessiert sich nie, ob ich Allrad oder Antrieb habe hier. Ich habe so viel Anpressdruck, dass ich schon in Kurven Vollgas geben kann. Und die Semislicks, die schon hier schon am Berg drauf sind, die sind richtig, richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie das dann mit Schlicks wäre. Wahrscheinlich noch brutaler, die Kurvengeschwindigkeit. Und ich mache hier den Lambo schon mal Stress, weil ich will jetzt hier nach vorne noch. Ah, ah. Also es hat für den zweiten Platz gereicht. Dementsprechend switchen wir jetzt auf unsere Teststreckentabelle und schauen, wo wir mit unserer Rundenzeit gelandet sind bei der Teststreckenrunde. Also bis gleich. So, nach den technischen Problemen in der Aufnahme ab und zu habe ich trotzdem irgendwie jede Folge gekriegt. Also ihr werdet ein paar technische Pannen hier in der Folge jetzt gleich sehen, aber trotzdem. Wir werden jetzt heute mal schauen, wie es so aussieht. McLaren 620R schmeißt sich mit seiner 55,6. Ja, ich runde ja, ich lasse halt die zwei Tausendstel und Hunderttausende einfach Sekunden weg halt. Dementsprechend ist es ein 55,6. Dementsprechend ist er halt schon deutlich schneller als der Nissan GT-R R35 Nismo. Wie gesagt, der Nismo ist hat der kann, aber ja. Aber wenn wir halt gucken, was so halt so
ist er von der Leistung halt sehr schnell. Und wir haben ja auch den Lamborghini Huracan Evo auch und den Aventador SVJ. Ja, der SVJ ist halt brutaler wie ein Allradantrieb. Aber trotzdem, es ist schon eine beeindruckende Zeit, was der McLaren 620R auf unserer Teststrecke schmeißt. Und ja, bislang ist immer noch der NIO EP9 unter den Serienfahrzeugen der schnellste Wagen auf unserer Teststrecke. Ja, halt S2-Klasse und wir haben ja noch S1. Wenn wir halt schauen in der S1-Klasse, ja, Huracan, die, ne? Wir haben ja nicht so richtig wir haben eigentlich nicht richtig Vergleichbares halt, was so in der GT4-Klasse so halt rumfährt, aber ja. Dementsprechend verabschiede ich mich. Wir sehen uns am Samstag wieder im Let's Play und im Livestream wieder auf Twitch. Ich sage, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Sagt Tschüss und ja. Und habt noch frohe Ostern, wenn wir uns doch nicht mehr sehen. Dementsprechend sage ich Adios. Halt, ei. Na gut, wenn ich Adios Amigos sagen will, so. Adios, Amigos.